Hallo Leute, wir sind's wieder, Dominik mit dem Alex und der Ivana, und wie ihr seht, sind wir wieder hier im Athletikbereich in Graz. Und wie ihr auch gerade schon am Anfang wahrgenommen habt, da lag eine Handelsscheibe. Ja, das ist auch schon das Thema des Videos. Ivana, was hast du für uns vorbereitet? Also je nachdem, in welcher Zeit der Saison wir uns finden, benutzen wir Hilfsmittel, Trainingshilfsmittel. Entweder sind das Handtuchscheiben, Medizinball oder Gummiseile, Theraband. Diesmal haben wir uns für Gewichte entschieden und da haben wir ein paar schöne Übungen vorbereitet. Ja, ganz kurz, diese Übungen kann man natürlich auch ohne Gewicht ausführen. Oder? Natürlich, ja. Wir wollen sie natürlich ein bisschen erschweren. Genau. Weil für die Anfänger würde ich vielleicht ohne Gewicht anfangen, aber für die Profis und für die, die schon wirklich bis zu 2000 Wiederholungen machen, die sind schon in der Lage, mit Gewicht zu arbeiten. Dann würde ich sagen, starten wir. Der Alex wird die Übungen ausführen und ja, wir schauen ihm ein bisschen zu, ja, betreuen ihn ein bisschen und werden euch ja zeigen, worum es geht. Was ist Übung Nummer 1? Übung Nummer 1, Hebsübung. Er nimmt sich Gewicht, 10 Kilo. Die Beine sind gestreckt. Er kommt mit den Schulterblättern weg vom Boden. Kopf hoch, versuchen wir 90 Grad. Ja. Und er fängt an, die Beine anzuheben, am besten ganz zu dem Gewicht. Genau. Und da sollte man natürlich schauen, dass man jetzt hier nicht ins Hohlkreuz fällt, dass der Rücken immer sauber aufliegt. Genau, das Einzige, ja, was er spüren soll, sind wirklich die Bauchmuskeln. Ja, die spürt man auch. Genau, und diese Übung machen wir meistens in einer Dreierkombination. Ohne Pause machen wir 20, 20, 20. Einmal ist es die Beine heben, einmal ist es abwechseln, die Beine, aber wir versuchen schon, ja, auch. 90 Grad. Genau, 90 Grad wäre ideal. Ja. Und nach bestimmten Wiederholungen, mit der Ansage, sind das dann am Ende die Rückenbacken. 20. Genau, da sieht man wieder, ja. Spätestens jetzt muss er natürlich die Bauchmuskeln spüren. Und ihr seht schon, hey, der Alex ist ein mega, mega fitter Kerl. Und ja, wir haben jetzt vielleicht 90 Sekunden geredet. Ja, die Übungen haben es in sich, und selbst wenn er nur die Arme hochnimmt, die Schultern anhebt, ja, selbst da zittern schon einige Leute, deshalb tastet euch da langsam ran bei allen Übungen. Mit was machen wir jetzt weiter? Die nächste Übung, wir bleiben wie gesagt bei den Gewichten. Wir machen jetzt zur Abwechslung eine Rückenübung, die ist besonders für Schwimmer, für Brustschwimmer geeignet. Hier würde ich anfangen wirklich mit einem kleineren Gewicht, 2 Kilo, das ist 5, ist schon viel. Man geht in die Brustschwimmerposition, man muss aufpassen, wieder auf den Rücken hoch zu 16 runter, machen wir auch 20 Minuten. Das heißt, wenn wir uns mal ins Brustschwimmen reinversetzen, wir haben hier den Armzug, kommen raus, und jetzt wäre das Ziel, dass wir mit hoher Spannung übers Wasser reingleiten können. Genau. Und dass wir diese Rückenmuskulatur stärken, aber man spürt natürlich auch die Arme. Ja. Ja, klar, Schulter. Dabei etwas die Knie gehen, war es, gell? Ja, auf jeden Fall. Es ist auch so, wir versuchen auch Übungen zu finden, die nicht nur die Bauchmuskulatur ansprechen. Wie zum Beispiel jetzt waren das auch die Arme, und bei der nächsten Übung werden das die Beine sein. Die Übung machen wir direkt. Genau. Da kommt der alles auf eine Höhle gegeben. Höheres Gewicht nehmen. Das heißt, hier aus, ja, aus den Knien, einbeinigen Knien, mit der Handelscheibe diagonal über den Rohr. Genau, ja, das sind die Zeiten. Die Übung kenne ich zum Beispiel mit einer Medizinball, ja, die man auch diagonal nach oben führt. Da weiß ich aus eigener Erfahrung, da haben wir auch extrem Schulter. Diagonale Rumpfarbeit, ja, ja. Rücken, Popo, Beine natürlich. Ja. Und wir haben, wie es schon gesagt hat, eine ganzheitliche, eigentlich eine Ganzkörperübung. Genau. Ja. In diesem Video jetzt, ja, mit leichten Gewichten. Natürlich alle Übungen, wie ich schon gesagt habe, kann man ohne Hilfsmittel ausführen. Anpassen an die eigene Möglichkeit. Ja. Ja.
Wir wollen immer, wenn wir rausgehen aus diesem Raum, wollen wir stärker sein, aber auf keinen Fall verletzt. Da muss man immer aufpassen, deswegen auch der Trainer hat immer ein Programm geschrieben, aber immer während des Trainings wird es angepasst an die Fähigkeiten, an die Tagesform von Trainer. Ja, das sind super viele Informationen für euch. Schaut euch das Video nochmal in Ruhe an. Ich bedanke mich wieder fürs Anleiten, fürs Durchführen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt natürlich Daumen hoch oder runter, je nachdem, ob ihr es gut oder schlecht fandet. Und ich freue mich auf euer Feedback. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.